Neue Woche, neue Turniere. Am Freitag ist es endlich soweit. Die erste Stage der Valorant Champions Tour gipfelt im Masters Event, bei dem einige der besten Teams des vergangenen Jahres mit dabei sind. Wir haben uns das Event einmal genauer angeschaut und stellen euch die stärksten Lineups des europäischen Rosters einmal vor. Draw first blood on the retake. It's just three alive, that's all that stands between summon and defeat. And victory for Heretics. Jack and Booster in combination. Oh, Niso turns it around, a 2-1 Mystic, a 1v3. Team Heretics haben das Jahr 2020 mit einem Sieg bei First Strike beendet. Damals waren sie noch im Finale mit Summon FC, die jetzt für Fnatic spielen und am Wochenende nicht in der Lage waren, sich die Qualifikation zu Masters zu erspielen. Damit sind Lowell und seine Jungs natürlich einen ihrer größten Gegner los, aber der Rest des Spielfelds ist auch nicht zu unterschätzen. FunPlus Phoenix gehören zu den Veteranen der Szene. Seit August haben Angel und Co. starke Turnierplatzierungen eingefahren, mussten jedoch hinter G2 Esports Platz nehmen. Im Januar haben sie dann Meadow ausgewechselt und die Masik reingebracht, der zuletzt noch CSGO bei Gambit und Pro 11 gespielt hatte. Seitdem ging es für das Team eigentlich nur noch aufwärts und bei Challengers 2 konnten sie mit einem 2:1 gegen Fnatic das Masters Event erreichen. Alliance und Guild Esports konnten sich beide ihre Plätze bei diesem Turnier sichern, indem sie Wave Esports schlugen. Guild gelang das mit einem schnellen 2:0. Alliance brauchten dafür aber mehrere Overtimes auf der zweiten Map und eine schlecht gespielte Runde hätte sie möglicherweise die Qualifikation gekostet. Wenn sie bei Challengers 2 gegen G2 oder Fnatic gespielt hätten, wären sie vielleicht gar nicht weitergekommen. Es ist also fraglich, ob sie bei Masters so viel reißen können wie die anderen Top-Teams. Nico, he got a 4K to get us to overtime. He needs one more. Time is ticking. The spike is set to explode any moment now. And Kriagon closes it. Alliance will be the first team in EU. Die Ninjas in Pyjamas haben im vergangenen Dezember ihr Lineup überarbeitet und mit Existence einen der bekanntesten Counter-Strike-Ansager mit in ihr Team geholt. Nachdem die Ninjas das komplette letzte Jahr im Schatten von Liquid, FPX und G2 verbracht haben, konnten sie nun endlich in den Vordergrund treten. Mit zwei einseitigen Siegen gegen G2 Esports haben sie das Masters-Event beim ersten Versuch erreicht und versuchen jetzt noch weiter nach oben zu schießen. Schaut man sich ihre bisherigen Leistungen und die Führungsstärke von Existence an, dann hat das Team eine echte Chance auf die Trophäe. But now a 1v1. That spam connects and that's it done and dusted. G2 are out as NIP are the second team in Europe. Von den besten und bekanntesten Teams des letzten Jahres sind nicht mehr viele übrig geblieben. Die Top 8, die nun bei Masters antritt, besteht zum größten Teil aus jungem Talent, das sich seit Beginn des Jahres langsam hochgespielt hat. Ballista Esports, Defuse Team und Ascent, die zuvor noch für Raise Your Edge gespielt haben, haben sich mit Siegen gegen G2 Esports, Fnatic und OG für das Masters Event angekündigt. Auch wenn diese drei Teams schon seit einiger Zeit nicht mehr zu den Besten der Region gehört haben, sind das schon einmal beachtliche Abschüsse. Mit NIP, FPX und Heretics treffen Ballista, Defuse und Ascent aber auf ein anderes Kaliber an Gegnern. Das wird der erste große Test für diese jungen Teams und es wird sich zeigen, welchen Platz sie an der Spitze des europäischen Valorant einnehmen werden. Das Masters Event bietet einen interessanten Mix aus Veteranen und frischem Talent. Werden die Top-Teams wie Heretics, NIP und FPX sich durchsetzen oder werden sie genauso wie Liquid und G2 am Ende von den Underdogs überholt? Eure Meinungen dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr Bock auf mehr Turnier-Previews zu allen möglichen E-Sports-Titeln habt, dann folgt doch diesem Kanal. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.